Nein, wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen die EM600 von EKSA auspacken. Ist eine Gaming-Maus. Wir haben die 100 schon ausgepackt. Eben. Und die werde ich dann halt, die und die 100 werde ich dann testen in der nächsten Zeit. Na toll. Na toll. Schade, ich mag sowas nicht, ey. Ich mach's lieber vorsichtig auf, aber hier war es jetzt natürlich nicht möglich. Anleitung. Garantiert auch wieder Deutsch, auf Seite 10 bestimmt. Yep, so wie bei der anderen Maus. Entschuldigung. Auch hier ist wieder ein gesleevter Kabel, obwohl hier ist der Kabel gesleeved und weich. Bei der 100 ist es ein härteres Sleeve, also da festigt es härter an und nicht so weich. Hier haben wir eine Schutzkappe drüber, über dem USB haben wir beim 100 nicht. Hier haben wir ein kurzes Ende. Beim 100 ist etwas länger. Aber auch hier sieht es gut verarbeitet aus und das alles hier vernünftig da ist, wo es hingehört. Ein ganz schlichtes Design. Also leuchtet ja dann hier ringsherum und hier hinten irgendwo. Aber auch hier schön für meine dicken Hände. Oh, herrlich. Ah, hier haben wir unten ohne eine Taste, super. Oh. Aber ich muss sagen, die ist mir zu glatt. Die hätte ich mir hier so wie an der Seite. Hätte ich mir hier oben auch gewünscht. Also die finde ich. Das ist zwar die Maus, die mehr kostet. Die 600er ist ja das höhere Modell. Also da muss ich sagen, da hat mir die Haptik von der 100 besser gefallen. Ich hole mal nochmal die 100 dazu für euch. So, sind etwa gleich hoch, aber gleich groß. Aber hier ist der Bauch, geht hier weiter runter. Hier sind die sind hier ist es weiter hoch. Hier ist es weiter hoch. Hier geht es zwar tiefer runter bei der 100. Die ist auch glatt. Aber hier halt nicht und dadurch hier, wo die RGBs sind, hast du hier irgendwie ein bisschen mehr Grip. Und weil das jetzt hier hinten so hoch ist, hast du das Gefühl, dass du hier hinten die ganze Zeit so runtergleitest. Das müsste vielleicht ein Stück tiefer. Ein Stück tiefer. Oder mal gucken, wie es beim Dauereinsatz ist, ob es da denn immer noch so ist. Das kann ich euch ja jetzt noch nicht so sagen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur das Unboxing und wir gucken sie uns dann später noch mal an. Ach, hab den Karton schon kaputt gekriegt. Ach, dann machen wir sie so einfach rein, dann kann ich sie nachher auch schneller rausnehmen. Ja, 100. So. Also rein vom ersten Handling und so muss ich jetzt so sagen, gefällt mir die 100 jetzt im ersten Moment besser. Ach, hier haben wir so ein Gummiding hier drum. Ui. Ja, nochmal gucken. Ich werde die jetzt bald benutzen. Am PC beide. Abwechselnd.
Ich werde die zusammen zur gleichen Zeit anschließen, also, und dann kann ich euch da ein besseres Feedback geben. Aber so rein jetzt vom ersten Fühlen, vom ersten in der Hand haben, muss ich sagen, gefällt mir die 100 etwas besser. Aber mal gucken, das kann sich ja noch ändern im Test. Will man ja nicht, ich will ja nicht zu weit vorgreifen. So, dann soll es das für das Unboxing jetzt soweit auch gewesen sein. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.